Viertens. Wir müssen den nun unsichtbaren Boss ausfindig machen. Fünftens. Wir müssen ihn erstmal dazu bringen, seine coolen Geräusche wieder aufzunehmen, damit wir wissen, wir sind im Gefecht. Sonst denken wir ja, das ist gerade nur so zum Spaß, ne? Links war natürlich 50-50 Chance. So, das ist eh nur einmal. Schießen, dann ist er woanders. Dann ist er da. Warum ausgerechnet da? Ich kann natürlich nicht die Flucht nach vorne angehen und da reinfliehen. Och, da! Bin ich hier sicher? Natürlich habe ich Guided ausgewählt. Natürlich, die brauche ich voll. Wie ich die kleinen Typen jetzt nur mega geblättet habe. Der wird sich das nochmal überlegen, sich mit mir anzulegen, der kleine Sack. Ich müsste ihn doch eigentlich sehen hier irgendwo jetzt. Ich habe alles im Überblick. Aber nein, es gibt hier noch Lücken, wo er sich verstecken kann. Natürlich auf der rechten Seite diesmal. Hier muss ich ja was Neues ausdenken. Das war jetzt hier, oder? Hä? Gar nirgends? Gar nirgends. Nirgends gar. Da. Aha. Gut. Ich frage mich, ob es da irgendwie eine bessere Strategie gibt. Als die, die ich hier so tue, als hätte ich eine. Der hat so einen kleinen Spawner in sich drin, ich sehe schon. Aber der tut ja nicht so viel, also. Auf Ace würde er bestimmt vielleicht einen Gegner insgesamt ausspucken. Im ganzen Kampf. Aber hier auf Insane einen pro Angriff sozusagen. Jetzt ist er doch garantiert nicht mehr da. Das kennen wir doch. Gerade in Rettung, in Sicherheit gerettet. Huch, ich hab ihn verwechselt. Ganz offensichtlich. Hey, ich bin so verwirrt, wenn ich neu lade, weil ich nicht weiß, wo ich bin. Manchmal. So, hier habe ich es auf jeden Fall nicht. Das war... Ach so, doch, da ist er. Ich würde so gern Guided verwenden, ich muss immer wieder sagen. So. Hallo. Au, endlich. Er schießt trotzdem. Und er schießt. Boah. Der Knicky-Tail. Wer es sagt, kennt, weiß, was ich meine. Aber es gab auch nur eine einzige Folge. Der Dame zumindest. Ne, diesmal ist er weg. Da hat er vorgesorgt. Die hat nochmal getroffen. Also er hat schon einiges abbekommen. Also irgendwann muss er auch mal aufgeben. Ansonsten kann ich sagen, der Boss war eigentlich gar nicht mal so schlimm. Bisher. Noch ist es nicht geschafft. Diesmal will er nicht. Weiß auch nicht warum. Eigentlich tut es doch gut. Vernichtet ein bisschen die Rückenschmerzen. Jetzt vielleicht? Nö, er ist direkt wieder weg. Vielleicht ihm ein bisschen Ruhepause gönnen, dann fühlt er sich wieder sicherer und haut nicht gleich ab. Scheinbar können wir diesen Durchlauf so nicht durchführen. Dann kriegt er einfach mal so eine rein. Da ist er! Hilfe! Hilfe! Erschreckt mich doch nicht so! Wenn er mich so jagen würde, das war übel, aber das macht er zum Glück nicht so arg. Ich will nicht meine ganze Gauss hier verpulvern. Die ist mir wichtiger als Megas.
aus verständlichen Gründen. Überall Mercurys, ich muss Mercury sein. Jetzt eine Mega habe ich noch, die nutze ich noch und dann kommen Mercurys. Die müssen ja auch nicht darauf achten, dass er sichtbar ist. Wie schon mal erwähnt. Aber im Moment fühle ich mich gerade ganz gut vom von der Trefferquote her. Das ist cool. Wie er einfach nichts gemacht hat gerade, weil er wahrscheinlich gespawnt hat. Deswegen konnte er wohl gerade nicht Raketen schießen. Das war richtig effektiv gerade. Also, das hat's gebracht. Das weniger. Eine Mega kriegst du noch ins Gesicht und dann kriegst du noch mehr Kuris. Freu dich doch. Lass uns das schnell machen. Wieso kann ich keine Raketen abschießen? Geht das erst in Descent 3, was wir niemals auf diesem Kanal zu sehen bekommen werden. Weil das Spiel nicht in Deutschland erhältlich ist, weil das viel zu gefährlich ist. Weil man... Was ist mit dir passiert? Das war die Mega. Das Spiel ist einfach zu schlecht für Deutschland, so gesehen. Das kann man nur in Amerika spielen, da ist man ja schlechte Spiele gewohnt. Wieso kommt er denn jetzt? Deswegen, weil er mich wieder verarschen wollte. Jetzt hatten wir schon mal die Ausgangssituation, da muss ich halt einen Laser Run holen. Kann ich auch. Hat nicht getroffen, weil er sich wieder direkt warbt. Also okay. Muss ich erst nochmal anders machen. Kann ich außenrum irgendwie fliegen? Kann ich nicht. Schön. Er lässt mich nicht hier raus sonst. Ich muss jetzt von dieser Seite aus. Es war dumm, weil die doch eh nicht trifft bei dem jetzigen Angriff. Habe ich doch gerade gesagt. Linke Maustaste, linke Maustaste. Und jetzt die rechte. Aber jetzt ist eh zu spät. Gut, ich muss erstmal in Deckung gehen. Linke Maustaste. Jetzt runter, runter und jetzt die da und dann trifft sie. Sie hat getroffen. Ah, geil. Und jetzt schnell weg, schnell weg, schnell weg. Ah. So. Hilfe, da ist er wieder. Damit hat keiner rechnen können. So, jetzt habe ich Homings ausgewählt. Gut, die kann ich ja auch erstmal verpulvern. Ist er noch da? Jetzt sind da wieder andere Dinger. Mist. Ich mag keine Mercurys. Immerhin halte ich da mehr als einen Schuss aus, mal. Ausnahmsweise. Hey, der macht nichts. Ist er auch irgendwann mal tot? Das wäre auch nicht schlecht. Wie viel hält er denn aus? Wieso bleibt er noch stehen? Das ist die andere Frage. Das musste ja irgendwann zu Ende sein. Ups, habe ich nicht gespeichert. Ich hatte Angst, er ist direkt vor mir. Dann mache ich ihn jetzt mal so platt. Speichere ich natürlich neu. Da kann ich vom Exit bestimmt nochmal meine Energie aufladen. Der war genau hier, das weiß ich. Irgendwo. Ja, wusste ich doch. Hab's doch gewusst. Durch den Schlitz hindurch. Na gut, der hätte mich vielleicht gar nicht getroffen. Die Angst war zu groß. Huch. Naja, solange ich lebe. Ich wollte sagen, solange ich lebe. Hallo. Hilfe! Ich bin jetzt schon dazu übergegangen, ganz oft die linke Maustaste zu drücken, anstatt einmal gedrückt zu halten. Ich glaube, das fühlt sich aber besser an. Huch, wo kommt der denn jetzt her? Der will mich doch verarschen. Hätte ich mal einen Afterburner.
Alter Falter! Ja, das wird mal ganz eng. Nach rechts muss ich ausweichen. So, da habe ich vielleicht zwar ein bisschen Schild verloren, aber das Gesamte ist wichtiger. Hauptsache ich gewinne den Kampf. Ey, ich dachte, der wäre jetzt hier. Hat er sich wieder anders überlegt? Ey, ich mache 10 Minuten Videos hier. 10 Minuten! Monetarisiere. Mach alle 10 Sekunden 3 Minuten Werbung. Um mal dieses Thema aufzubringen. Hatte ich nämlich noch nie erwähnt. Muss man mal drüber reden. Ist ganz wichtig. Hier zu viele Raketen am Rumliegen. Flash. Ich benutze doch keine Flashs, wenn die 1000 Merkuris rumliegen. Obwohl, Flashs könnte ich den. Ich frage mich, ob dieser Effekt bei dem funktioniert. Dann ist er geblendet und bewegt sich vielleicht nicht. Das wäre richtig genial. Aber ich bezweifle es doch stark. Er ist immer da, wo man ihn nicht vermutet. Hat's gefunkt? Scheinbar nicht. 24 Shields, 26 gefällt mir besser. Der mag keine Raketen, der hat Angst vor denen. Er ist doch noch da, oder was? Ich dachte, er war optisch woanders hin. Was schießt er denn da? Was sind das für Raketen? Das sind doch keine Megas? Doch, sind es. Der kann nicht mehr lange, der blutet schon. Der wird gleich umkippen. Das habe ich im Urin. Jetzt habe ich mich selber geblendet mit dem Scheiß. Aber ich glaube, das bringt was, oder? Oder bilde ich mir das gerade ein? Einbildung ist auch eine Bildung. Die ist sogar kostenlos. Aus dem Nichts kommt die Rakete da um die Ecke. Hilfe. Ich kann nicht gegen ihn ankommen im direkten 1:1-Duell. Ich muss da auf Tricks zurückgreifen. Wenn ich vielleicht einen Tick schneller bin, dann ist er vielleicht. Ja, aber ich sollte mich nicht selber. Der droppt auch noch seine Gegner da raus. Wer hat mich jetzt getroffen? Wer? Das war doch die Wand. Gut, scheinbar wird's mit Flashs nix. Boah, ich muss ja jetzt erstmal wieder rauskommen. Wie mache ich das denn jetzt? Hilfe! Ah, scheiße! Hilfe! Jetzt weiß ich euch mal. Immer schön, wenn man ein bisschen Distanz hat. Da fühlt man sich wohl. Ich glaube, er ist nicht mehr an Ort und Stelle. Er hat verlegt nach irgendwo. Hilfe! Immer so ein Chaos beim Boss. Das ist nur schlimmer bei den Spawnern. Du regst mich auf, Sack. So. So viel Merkuris. Bleib stehen. Komm. Er ist ja noch. Hä? Er hat sich wahrscheinlich wieder selbst umgebracht und kriegt schon wieder keine Punkte. Was soll immer der Scheiß? Das ist doch total kacke. Das ist doch nicht fair. Das ist Humbug. Stuss. Viele Fans. Das ist Van Hohn. So, wo ist er jetzt? So viele Merkuris. Er ist wieder rechts oder links. Ich werde mich eh wieder falsch entscheiden erstmal, aber gucken wir mal. War doch klar, falsch entschieden. Wie immer. Er ist natürlich da.
Hallo. Hast du die Miete auch bezahlt? Ansonsten muss ich dich bitten zu gehen. Da ist er tot, 9500. Ah, wie geil. Der war eigentlich ein ganz angenehmer Boss, muss ich sagen. Der war nicht so schwer. Ich will nicht wissen, wie lange ich jetzt aufgenommen habe. Moment, droppt denn jetzt irgendwie noch geiles Zeug? Gar nichts. Lame. Da ist ja der Chiefbot. Spendabler. Wo ist denn jetzt das... Da. Wirklich da? Nicht ganz. Ich würde ja gerne mal aufladen. Könnte ein bisschen eng werden. Aber das schaffe ich schon. So, wo ist denn jetzt der Ausgang? Oh, der ist ein bisschen weiter weg. Ja gut, das schaffe ich dann schon mal. Gut, dann laden wir uns eben nicht nochmal auf. Und gehen direkt raus. Das ist ja nicht mehr weit. Der droppt auch nichts, also kann ich direkt gehen. Boah, wie leicht. Die Sequenz kommt mir leicht bekannt vor. So, Level 12, nie wieder Lava hoffentlich. Jetzt kommt irgendwas, ich bin gespannt, was jetzt kommt. Wahrscheinlich irgendwie Elektrowände, die mich kaputt machen und mir Energie aussaugen, wenn ich sie nur berühre. Also schöner kann es eigentlich nicht kommen. Aber Shield-Bonus ist gar nicht mal so schlimm wie sonst, weil ich ja nicht so wenig hatte. Ja, und der Rest ist mir scheißegal. Weiter. Neuer Gegner, ach, neues System jetzt. System 4. Linefort, denn ich habe nicht weitergelesen, weil ich mir die Hand vor dem Mund halten musste. Um ein bisschen cooler zu klingen. Eisbeindel Defense Robot. Außer. Wie ich ein Problem habe, die Schrift zu lesen. So. Normal. Außerplanetarer Tunnelmittler. Ermittelt halt Tunnel. Die Größe beläuft sich auf durchschnittlich 6 Meter. Und der hat so Tendenzen einer Spinne, nur fehlen ihm noch 5 Beine. Bewaffnung Helix Rotationsbohrer. Ich hoffe, das wird kein Problem. Auch in der Bedrohung moderat steht, aber was da eine Bedrohung immer steht, die sind total aus der Luft gegriffen, die stimmen meistens gar nicht. Weil so kleine Roboter auch meistens sehr niedrig eingestuft werden, aber gerade die sind meist sehr nervig und gefährlich, was man eigentlich gar nicht denken würde. Merken wir halt erst in der Praxis. Durch Geschwindigkeit und Wendigkeit ist dieser Robot oder auch Roboter auf Deutsch, weil es ja eigentlich übersetzt ist, bei Frontalattacken im Vorteil. Der ist auch noch schneller, hätte ich mir denken können bei der Größe. Das mächtige Waffensystem und seine Beweglichkeit sind eine tödliche Kombination. Ja, jetzt haben wir Gauss-Gegner und Helix-Gegner. Was soll es dann noch geben? Phoenix haben wir auch schon. Sieht ganz nett aus hier, also ich glaube, das wird mir gefallen. Es kann einfach nur besser werden nach Lava. Und es ist auch nicht mehr so laut wie Wasser und nicht so laut wie Lava, also es wird alles besser. Das dann aber erst beim nächsten Mal. Oh, Seaford, den machen wir dann gleich ganz schnell kaputt. Hier vielleicht mal wieder. Nee, diesmal nicht. Okay. Freut euch beim nächsten Mal mit mir auf diesen neuen Look in Destiny 2. Mein Name ist Sam, das ist Mr. Seaford und ihr seid die Zuschauer. Ciao, ciao.